So, hey, willkommen zu einer neuen Die Sims 4 Mods und CC-Verstellung. Heute gucken wir uns die Spielküche an, samt allerlei Deko von SixMCC und von Pandasama. Tolle interaktive neue Spielobjekte für klein und groß. Und ja, jetzt erstmal Daumen hoch, dann geht's auch schon los nach dem Intro. Danke euch! So, dann gehen wir mal die Objekte durch. Wir haben hier natürlich eine Spielküche. Wie toll ist das denn gemacht? Die gibt es natürlich in verschiedenen Farben. Die können wir uns hier mal kurz angucken. Ja, also ich glaube, da bleiben keine Wünsche offen. Ne? Die typischen Farben, die es eben so gibt, haben wir hier drin. Wir haben dann passend dazu, gibt es auch noch so eine kleine Theke und einen Mini-Kühlschrank. Die gibt es natürlich auch in den entsprechenden Farben. Ich finde das total schön gemacht, weil das ist total knuffig irgendwie, weil man sieht hier die Größe der Kinder, ne? So sieht das aus. Die beiden sind aber nur Deko. Aber man kann hier auch noch so ein Rührgerät draufpacken und richtig schöne Holzspielzeug. So toll gemacht hier. Ich finde das voll cool. Das ist so was Süßes irgendwie. Dann haben wir hier noch so ein Stuhl ist das, ne? Sieht aus wie so ein Lama oder was, wenn Sims sind. Und das spielbare Xylophon. Das gibt es natürlich auch noch. Auch hier haben wir natürlich entsprechende Farben von Quietschbunt bis Kuhfarben bis alles Mögliche hier, ne? Also da können die Kleinen dann auch drauf sitzen. Ganz normaler Stuhl ist das. Und das Xylophon, das ist aber benutzbar. Gucken wir uns gleich an. Wir haben da noch so ein Wandgemälde, finde ich sehr schön. Auch mit so Kinderzeichnungen dabei. Auch das gibt es mit verschiedenen Motiven, aber auch in verschiedenen Farben. So ein bisschen sehr süß gemacht. Und dann haben wir noch so einen kleinen, so eine kleine Kanne. Überall auch Slots obendrauf, muss man auch dazu sagen, ne? Und hier gibt es so ein bisschen Kindermotive, ne? Also was es so eben gibt. Dann haben wir noch eine Waschmaschine. Ich finde das so geil. Und dann gibt es auch noch so ein bisschen Putzmittel-Spielzeug, was auch in verschiedenen Farben natürlich hier vorhanden ist. Und wir machen mal vorne weiter, sonst verpassen wir vielleicht was. Hier gibt es so einen Vorhang, ne? Ganz simpler Vorhang. Das Fenster hier ist jetzt ein bisschen zu groß. Aber, ne, dass ihr das auch mal seht, hier richtig schön gemacht. Sieht aus wie selbst gecraftet mit so Knöpfen und so Taschen, ne? Vorne am Vorhang dran. Hier so kleine Taschen. Und dann gibt es noch hier diesen großen Affen, wie schön ist der denn bitte texturiert, muss man echt mal sagen. Oder den gibt es auch nur in einer Farbe. Wir haben aber noch einen süßen Teppich, den Sonnenscheinteppich hier. Ja, der ist auch voll knuffig. Ist das nicht süß gemacht? Und dann gibt es noch einen Einkaufswagen. Ja, ich finde das total geil. Also ich bin da hin und weg bei so Krams. Das Set hier ist von SixMCC und dass die Objekte, die interaktiv sind, also wie das Xylophon in die Küche und so, die sind von Pandasama. Und das von SixMCC, also die Deko-Sachen, die gibt es ab 6. November 2023 kostenlos als Download. Und aktuell gibt es das im Early Access für Patreon-Unterstützer. Ist ja hier wie bei der Kanalmitgliedschaft. Na, wenn euch das gefällt, was die Creators so machen und wenn ihr das irgendwie könnt, dann supportet das. Ja, aber ab 6. November gibt es das dann auch kostenlos für alle. Auch hier dieses Schlagzeug zum Beispiel. So cool gemacht, oder? Ist das schön gemacht, oder nicht? Ich finde das so toll. Und ein Mini-Klavier. Auch das hier gucken wir uns gleich an, wie das aussieht. Ne? Voll geil gemacht. Und wir haben noch so einen Bücherwagen. Das ist auch was Schönes. Das ist auch ein Bücherregal. Also auch da kann man die Bücher quasi rausholen, wie aus so einem Bücherregal. Ist das süß oder nicht? Das ist die Originalküche von Pandasama. Ne? Wie gesagt, das hier ist die SixMCC. Und da gibt es auch noch das Original Xylophon. Und dann gibt es noch was on top von Pandasama. Da hat SixMCC kein Recolor gemacht oder kein neues Modell. So ein Maltisch, also auf dem Boden natürlich. Und hier gibt es noch so ein Stapelding und das ist das Original. Hier auch nochmal so eine Crafting-Station ist das für die Kinder. Die brauchen immer so ein bisschen Platz, weil es wie gesagt interaktive Objekte sind. So, und jetzt aber kommen wir zum Gameplay, beziehungsweise wir gucken hier noch die Farben durch. Da gibt es so zwei. Hier ist glaube ich auch ein bisschen bunt, ne? Gibt es auch alles mögliche. Auch den Shopping-Cart haben wir schon gesehen. Okay, dann können wir mal reingehen in das Gameplay. Sehr, sehr cool. Und zwar haben wir jetzt hier die Möglichkeit natürlich, die Küche zu benutzen. Die Küche, die können Kinder und Kleinkinder benutzen. Das probieren wir einfach mal aus, wenn du das mal machen möchtest für uns hier. Und ja, es ist komplett animiert auch. Also ne, es ist so, dass die sogar ihren Dings hier aufziehen, also ihre Kochmütze.
und das hier so rumrühren und diese eigene Animation ist sehr selten. Es ist wirklich ja, komplett animiert, was sehr toll ist. Wir haben dann auch noch, also die Kleinkinder können das auch benutzen. Man kann jetzt hier das Xylophon auch nochmal ausprobieren. Das können wir mal probieren. Machst du das schon? Oder dabbelst du durch? Du dabbelst durch, ja. So, du bist auch fertig mit dem Kochen hier. Sehr gut. Das hier ist, wie gesagt, nur Deko. Ne? Kann man nur anziehen, alles. Aber das ist richtig schön. Ja, und du setzt dich jetzt auf den Hocker. Das ist auch sehr cool, dass sie sich so rum draufsetzen, finde ich. Auch eine tolle Sache. Die sind auch Deko hier natürlich nur. Aber ja, die Kinder können das immerhin entdecken. So, jetzt haben wir das zweite Gameplay-Objekt, hier das Xylophon. Auch hier ist es so, dass es animiert ist, also extra animiert wurde von den Creatoren. Das ist kein bestehendes Objekt aus Sims 4. Es gibt natürlich Töne verschiedene, es gibt sogar ein paar Stimmungen, passend dazu, also dass die sogar dann hier eine Stimmung kriegen, wenn sie das machen und sowas. Dann haben wir das Bücherregal, hier kann man, wie gesagt, hier, ne, damit spielen oder ein Buch lesen auch, das ist total witzig gemacht. Und Einkaufswagen ist Deko, aber wir haben hier auch noch diesen Stapel, dieses Stapelblock-Element. Das kannst du mal angucken. Mädchen macht hier das Puppenhaus kaputt. Und da sieht man dann auch, wie das funktioniert. Auch das eine neue Animation. Sehr schön gemacht, auch wirklich richtig schön sauber und ne? Guck da ein bisschen durchs Loch durch hier, was ist das da? Ist das schön oder nicht? Also ich finde es herzallerliebst. Das müsst ihr euch wirklich angucken, auch in-game. Und dann haben wir noch das hier. Dann kann man dann, das ist leider nicht übersetzt. Es gibt aber, ne, die Möglichkeit, verschiedene Sachen zu malen. Also die Großeltern, Chicken Nugget oder die Haustiere oder so zu malen. Und das kann man dann auch auftragen, dass sie das machen können. Wenn man das sich anguckt, also Kinder können dann auch helfen, ne? Beim Malen, das ist auch noch so eine Interaktion und die Kinder können das aber nicht nutzen, also dieses Xylophon und so weiter können die Kinder nicht nutzen, auch die anderen Sachen nicht, aber die Küche können die Kinder nutzen. Und hier sieht man es auch, ne, wie die auf dem Boden liegen und stinken und malen dann, toll einfach gemacht, ne, muss man wirklich so sagen, ist richtig schön, da kommen dann auch Bilder bei rum. Eine tolle Idee. Also das gibt's als Download. Wie gesagt, das von 6MCC, also die ganzen Objekte, die ihr hier seht, die gibt's ab 6. November. Aber die Originalspielküche und das Original Xylophon und so weiter, das hier, dieser Maltisch und dieses Stapelring-Element, das gibt's jetzt schon bei Pandasama. Ich habe euch alles verlinkt in der Videobeschreibung. Guckt euch, wenn ihr das erste Mal Mods und CC installiert, bitte zuerst das Tutorial-Video an. Da habe ich ein extra Video zu gemacht, damit ihr Bescheid wisst, was ihr euch da ins Spiel holt. Nicht, dass ihr später Probleme bekommt. Weitere Mods und CC-Vorstellungen findet ihr in der Playlist. Die findet ihr auch rechts oben oder in der Videobeschreibung. Ich habe ja noch viele weitere Mods und CC-Objekte vorgestellt hier im Channel. Guckt da mal rein. Und ja, Daumen hoch nicht vergessen und ganz viel Spaß euch mit diesen tollen neuen Kinderobjekten, wenn es die Kids hier nicht kaputt machen. Vielen lieben Dank euch.